So, das ist das allererste Video von der Guitar Summit und ich bin hier mit dem Justin. Hallo. Und dem der Justin hat keine Stimme mehr, das ist kein Fake. Alles weg, alles weg, alles weg, alles weg, es tut mir leid. Ja, ist ja auch nicht so schlimm, spielen kann er ja noch. Und das ist die Hauptsache, da redet er weniger, also ich kann auch reden. Ja. Du bist Head of Quality Management bei Ibanez. Sozusagen, genau. Ja, das ist cool. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Job. Oh ja, da das muss heißt, man drauf achten, ne? Wenn irgendwelche Ibanez-Gitarren bei euch ankommen, die nicht in Ordnung sind, er ist schuld. Noch. Er. Er. Yeah. Hier, guck mal, da eine schöne Iron Label. Und da haben wir hier, was ist denn das? Ukulelen. Metal-Ukulelen. Das ist ja der Knaller. Ich bin noch ein bisschen mit der Kamera hier am Rummachen. Das kenne ich noch nicht so gut. Die ist ganz neu. Ja? Mit Funkmikro hier. Der Knaller hier. So. Ja, willst du mal erzählen, was wir hier alles haben? Ja, gerne. Ja, das ist der Daniel. Hi. Und dann nehmen wir das Mikro und spätsch mal sehr da gerne. Das sieht ein bisschen lächerlich aus, aber das ist auch... Alles gut, alles gut. Was haben wir Schönes? Wir haben einen Querschnitt über das ganze Sortiment in diesem Jahr. Wir haben auch ein paar Sondermodelle, Einzelstücke, die wir uns gleich mal angucken können, wo dann Bernd wahrscheinlich auch gleich wieder schwach werden wird. Hör auf. Ja, wollen wir? Also wir können ja, auch. Gerne, ja, dann dreh dich doch mal um. Eines der Modelle, die wir extra für den Summit haben, ist dieses wunderschöne Stück. Das ist eine J-Custom aus dem Custom Shop von Ibanez. Und die besteht aus einem massiven Stück hawaiianisches Koa. Was man wunderbar erkennen kann, weil nämlich auch in so einem transparenten Kunstharz aufgefüllt ist quasi. Also es ist so ein Epoxy und dieser richtig dicke hawaiianische Koa, dieses Board ist da in der Mitte eingefasst und das ist quasi das Instrument. Ja, das ist aber krass. Hast du sie dir nicht gekrallt? Nee, leider nicht. Die ist dann doch noch ein bisschen too much for my taste, auch finanziell. How much? Ist denn die, how für much? Taste? Die ist, ich glaube, 7.100. Was? Ein Schnäppchen. Ist, ja, ist schon gehoben, aber man muss sagen, tatsächlich, also wenn das letzte Quäntchen Qualität haben willst, und das ist ja, ja so, du zahlst ja für die letzten 2-5% einfach nochmal deutlich mehr und nicht nur 2-5% mehr. Ja, so ist das. Je und mehr du an die Perfektion willst, desto teurer wird es und zwar exorbitant. Richtig. Ja. Und wie nennst du das? Logarithmisch? Nee, wie heißt das? Exponentiell. Exponentiell, so. Ja. Genau. Und, ja. Wobei der Grenznutzen ist dann nicht unbedingt abnehmend, weil wenn du ein absoluter Gitarrenfan bist, dann wertschätzt du halt diese 2% auch. Das heißt, es wird jetzt mit zunehmendem Qualitätsstandard. Genau, Qualitäts- das ist wie, dann, wenn du einen Ironman gewinnen willst, musst du auch an den letzten 0,5% arbeiten. Das ist genau richtig, das Gleiche. Richtig, ja. Genau. Ja, und hier sind halt viele kleine Details. Aber wir können mal auch noch eine andere gucken, uns anschauen. Zum Beispiel... Das hier ist eine AZ aus dem Custom Shop, eine JC-AZ, das ist auch ein Einzelstück. Das ist die allererste Nicht-RG, also sprich eine neue Korpusform aus dem Custom Shop in dem Fall. Und kommt mit so einer wunderbar gemaserten Walnussdecke, die so Flame Walnut, die mal ein bisschen schüchtern aussieht und mal auch so richtig wild geflammt, je nachdem wie man sie hält. Und das Coole hier an der ist, das ist keine AZ, sondern das ist sogar eine AZN. Das heißt, die hat die etwas zahmeren Pickups drin, die hat ein nicht unterfrästes Tremolo. Und hat einen Compound-Radius auf dem Roasted Fretboard. Das heißt. Von hinten hier? Ja, genau. Ja, wobei, sieht ganz normal aus von hinten. Ja, man sieht halt aber so Details, ne? Du hast zum Beispiel keine Schraublöcher, weil einfach man gesagt hat, da hey, habe ich direkt so eine Frage. Ja. Warum ist das nicht bei allen Gitarren drin? Bei der Y ist es zum Beispiel nicht drin. Und ich finde das so genial. Kann man die einzeln kaufen? Die kann man einzeln kaufen. Die gibt es als Ersatzteile. Ja, und kannst du mir 100 schicken. Sehr gut. Und ja, die sind aber bei den AZ sind die serienmäßig verbaut. Also da haben wir die drin. Genau, und bei der AZN sieht man es auch, da haben wir 5 Federn drin, damit die Spannung einfach genau richtig ist, dass das Tremolo eben nicht so wobbly-wobbly ist, sondern ein bisschen Straffheit hat. Genau, und die ist auch ein sehr, sehr schönes Einzelstück für die Messe gebaut. Oh, die ist schön leicht. Ja. Die will ich, naja, ich will sie eigentlich haben, aber ich habe so viele Gitarren. Die ist wahrscheinlich auch wieder um 6, ne? Die kostet 6,5, genau. Also ist noch eine der günstigeren. Eine, die auch sehr, sehr schön ist, weil sie jahreszeitlich passt, ist diese hier. Das ist die JCRG 2204. Wir haben sie liebevoll Autumn Breeze getauft. Du kannst diese Namen wirklich auswendig? Die meisten. Ich gebe mir Mühe. aber wie gesagt, es ist schöner, wenn man sie halt nennen kann. Und die hat uns so an den Herbst erinnert, deshalb Autumn Breeze. Weil es sofort so eine Brise von Laub, der irgendwie durch den Wald weht. Ja, das ist der Knaller hier. Ja, total. Vor allem halt cool ist, du hast halt diese Maserpappeldecke, die dann aufgefüllt ist. So diese ganzen kleinen Stellen, wo das Holz quasi dann unperfekt gewachsen ist, da fließt dann das Kunstharz rein. Und am Ende hast du dann halt so einen wunderbar durchzogenen Look. Ne?
die ist der absolute Knaller. So, sowas habe ich schon erst gesehen. Ja. Und das ist Holz, ne? Das ist Holz, genau. Das ist Wahnsinn. Also, das ist Holz und das ist dann Kunstharz zum Beispiel. Ja, ne? Oh, klar. Genau. Und die Rückseite ist ein Black Limber Body. Ist auch ganz schön, weil der ist im Vergleich zum Beispiel zu vielen Mahagoni-Arten ist es ein bisschen leichteres Holz. Fünfteiligen Hals mit Wenge und Ahorn. Natürlich das Custom Shop Logo. Ne? Das ist das, was so viel Geld kostet. Ohne das wäre es viel billiger. Ja, genau. Und auch eine schöne Matching-Kopfplatte mit einem Abalone-Inlay. Also richtig gut. Mein persönliches Highlight, definitiv. Eine letzte, die wir haben, ist diese hier. Das ist so die, ja, as good as it gets, weil das ist hier eine der, ich glaube, die erste, die wir haben, Neck-Through-Sugi. Das heißt, die ist komplett mit durchgehendem Hals gebaut. Und die Flügel sind quasi angeleimt dann. Ne? Das heißt, du hast außen die Flügel dran und hier die durchgehende Konstruktion, wodurch sie natürlich sehr, sehr ergonomisch zu bespielen ist. Und was bei der besonders ist, man hat sich gedacht, wie bei einer Violine, wenn wir vorne schon Quilt Maple haben, dann können wir doch hinten eigentlich auch Quilt Maple machen, ja, oder? Ja, die Leute, die es beschweren, hier ist hinten schöner als vorne. Finde ich tatsächlich auch fast. Ne? Richtig, richtig schön. Ja, und ansonsten hat ein Cocobolo Griffbrett, was halt auch nochmal sich ein bisschen abhebt. Sieht fast aus wie Purple Heart, ist aber... Unkraut. Und natürlich auch die schönen Tree of Life, ja. Oder wie du sagst, Unkraut. Unkraut ist immer gut. Ja, passende Kopfplatte. Auch ein Einzelstück, nur gebaut für den Summit. Und freuen wir uns, dass wir das ausstellen können und dass wir hier so einen Hingucker haben. Thomas Walbier, Number One Guitar Center Hamburg, Germany, Deutschland. Und wir handeln viel mit Vintage-Gitarren, aber nicht nur, aber viel. Und ihr habt hier was ganz Besonderes hier in der Ecke stehen. Sagen wir dazu, was ist das denn? Ich meine, ich weiß ja, was es ist, aber die meisten Leute wissen es wahrscheinlich nicht so wirklich. Nee, also wir sind ja hier auf der Messe oben für den Vintage-Bereich, das heißt The World of Vintage Gitarren. Das ist ja auch so eine Videoreihe, die ich mit Thomas Blug mache, über alte Gitarren. Da geht es nicht um Verkäufe, sondern was diese speziellen Gitarren für Besonderheiten entwickeln. Warum sind sie so anders? Sagen wir nicht gut, muss nicht unbedingt immer besser sein, aber sie sind anders. Was machen sie mit dir? Da haben wir eine Vorführung gemacht und haben einen Les Paul-Vergleich gemacht mit einer 59er Les Paul, Holy Grail, so wie das hier steht, Viertelmillion an aufwärts. Und eine Custom Shop Gitarre, die original dem alten nachgebaut ist. Das ist der Hauptgrund, warum wir hier auf der Messe sind. Ja, cool. Und ich habe das Video, also ich habe die Videoeinblendung gesehen, aber ich habe das Video nicht angucken können. Das ist relativ neu, ne? Naja, wir haben bei uns auf unserem YouTube-Kanal bei Number One mittlerweile 84 Videos und haben also unterschiedliche Modelle. 59er Les Paul, 58er Les Paul, Flying V. Wir haben mit Rudolf Schenker, Scorpions, ein Interview gemacht über seine Flying V. Es geht immer um die alten Instrumente. Den Kanal linken wir da noch, das Video hier. Da können die Leute das angucken. Ja, immer schön Link drauf. Da ist auch der Vergleich der Les Pauls. Also, wenn man darauf guckt, kannst du das alles sehen, was man hier, ich sag mal, in 10 Viertelstunde gar nicht so darstellen kann. Ja, klar. Dann sag doch mal kurz was zu der Gitarre. Also, das ist eine 59er Burst. Genau. Und das ist eine echte. Ja. Auch eine. Mal gucken, ob das hinter dem Glas so funktioniert. Ja. Also 1959 gebaut und in einem sehr guten Zustand, vor allen Dingen in einem Zustand klangmäßig, wo also alle Profimusiker, die sie auch gestern gespielt haben in den letzten Tagen, über gestern Abend auch live auf der Bühne, fast atemlos geworden sind. Du hast mal, dass du irgendwas Besonderes findest und diese Gitarre hat was Besonderes. Ja, aber es gibt ja bestimmt auch einige, die damals gebaut wurden, die gar nicht so toll sind. Ne? Also es sind ja nicht alle gut, nur weil sie damals gebaut wurden. Das ist richtig. Aber man muss dazu sagen, wenn man sie richtig behandelt und wenn du, wie soll ich sagen, die Gesetze in den Vintage-Bereich beachtest und guckst dir genau an, wie die Hardware, wie die Pickups liegen, wie der Sattel liegt und so weiter. Das alte Stück Holz ist die Geschichte, ist die History. Du kriegst eigentlich auch, wenn sie im Moment scheiße klingt, du kriegst sie wieder hin. Du musst sie nur richtig behandeln. Ja, sehr interessant. Vor allem, weil ich mir gerade, ich bin ein absoluter Burst-Freak so ein bisschen mittlerweile geworden, weil ich da irgendwie so ein, mich treibst da irgendwie hin. Deswegen, ich lasse mir gerade eine Custom Shop Maybach bauen, die genauso wie die sein soll. Also ich habe ihm gesagt, ich versuche so nah wie möglich an eine 59er Burst zu kommen. Vielleicht wäre das ja auch was für euren Channel, wenn sie dann fertig ist. Naja, wir machen mit Toni ja auch viele Sachen und haben auch ähnliche Sachen gemacht. Jetzt nicht in den Burst-Bereich, sondern eher in den Goldtop-Bereich. Also er kommt da schon nah dran. Nur
du wirst es beim Vergleich merken, wenn du brauchst eine Ruhe dazu. Wenn du das, ja, klar. Weißt, das sind Nuancen, die mit dir, das ist nicht die Gitarre, das ist die Person, die das empfindet. Das macht mit dir was anderes. Das alte Schritt. Ja, es ist eher, was die Gitarre, wenn du sie spielst, mit dir macht, als dass es wirklich die Gitarre ist. Ja? Also das ist eher was, das ist eher Kopfsache. Ja? Das habe ich auch schon gemerkt. Bei manchen Gitarren nimmst du in die Hand und du denkst, oh, und du hast sofort eine Songidee oder irgend sowas. Ja? Und andere Gitarren, die eigentlich total geil sein müssten, nimmst du in die Hand und denkst, will ich nicht, komme ich nicht mit klar, passt nicht. Und das ist komplett individuell, deswegen kann gut sein, dass jemand die in die Hand nimmt und sagt, die nächste, die richtige, nee. Dann geht's auch ganz schnell. Aber hängt die meisten mit den Genres zusammen. Mit drei unterschiedlichen Musikrichtungen haben wir ja oft gemacht. Matthias Japp, Scorpions, Peter Weil, kennt ihr, Studiogitarrist in Deutschland, macht ja viel. Und Thomas Blug, das sind drei unterschiedliche Meinungen. Aber die fanden sie schon alle geil, ne? Alle gut. Ja. Das, die ist aber besonders, weil sie reagiert auf alles. Das ist selten. Sie macht Heavy Metal genauso wie Blues. Und clean-mäßig, traumhaft schön in allen Frequenzen. Ja, das ist ja auch das Krasse bei diesen Les Pauls, auch gerade bei den alten, obwohl die total, wie soll ich sagen, also Pickups haben, die relativ wenig Output haben. Mhm. Wenn du das Ding auf Drop D stimmst und du hast den richtigen Amp, drückt das Ding dir die Birne weg und gleichzeitig kannst du aber auch mit einem clean Fender Amp spielen und hast einen wahnsinnigen Jazz-Sound. Ja, also das sind ultimative Gitarren, deswegen will ich auch eine. Manchmal sogar wie eine Telecaster. Ja, echt krass. Ja, ja, ich drück super, dir die Daumen mit, genau, einer Maybach, dann kommst du mal vorbei und dann vergleichen wir das mal. Das versuchen wir mal, ja. Da hat man einen Grund, nach Hamburg zu kommen. Genau. Super. Ja, dann dir vielen Dank, ne, für das kleine Interview. Danke auch. Gerne. Also, wir sind hier bei Kloppmann Electrics und stell dich mal kurz selber vor. Hallo, ich bin's, der Andi. Genau, Andreas Kloppmann, der Chef und der Visionär von Kloppmann, der die geilen Pickups baut. Also, ich würde sagen, mit die besten Pickups auf der Welt. Es gibt natürlich nicht die besten Pickups auf der Welt. Es gibt halt so ein paar Hersteller, die einfach unglaublich geile Pickups machen. Und da gehörst du definitiv dazu. Meine zwei Hauptgitarren, das ist die Ibanez MM1 und meine Seal nachhaltige Gitarre, haben Kloppmann Pickups drin. Und ich bin da auch sehr zufrieden und auch sehr unterschiedliche. Die Seal hat sehr klassische, kraftmäßige, so Richtung Burst, ne, so, ja, sowas in der Art. Und die andere hat eher heiße Pickups, ja, wo eher so auch Richtung Metal, Modern Fusion und so gehen. Und beide liefern einfach total krass ab. Und sie geben den Charakter der Gitarre wieder. Das heißt, es macht schon auch mehr Sinn in teuren Gitarren als in billigen Gitarren. Das ist leider so. Oder? Weil es funktioniert auch in billigen Gitarren. Es funktioniert auch in billigen Gitarren, nur du merkst dann halt. Diese nicht endende Diskussion, wie viel Prozent macht der Pickup aus? Und ja. In günstigen Gitarren ist es schon sehr viel. Es ist schon so, dass der Pickup unglaublich viel ausmacht. Schon mehr als, ja, das Holz. Die Diskussion bewegen sich zwischen 50 und 80 Prozent. Ja. Ich enthalte mich da aber dem Beitrag. Ja, nee, das ist auch. Das ist für die Leute, die nicht Gitarre üben, sondern in Foren über sowas diskutieren. Genau, die sollen das entscheiden. Die können das entscheiden, die können das machen. Ja, also ich merke nur, wenn ich die Kloppis bei mir drin habe, klingt die Gitarre besser. Was soll ich sagen? Das ist für mich die einfache Entscheidung. Ne? Wenn ich denke, Gitarre irgendwie klingt clean, geil, also abgedreht, ne? Also ich sag mal trocken. Trocken. Wenn die Gitarre trocken geil klingt und verstärkt nicht, dann ist das, was ich mache, dann rufe ich ihn an. Genau. Ja, ich versuche auch mal, dass der Pickup das gut rüberbringt, was die Gitarre macht. Ne? Letztendlich ist es ja so, die Gitarre macht den Ton und der Pickup muss den Ton verwalten. Na, und wenn die Gitarre wirklich gut ist, dann muss das möglichst gut in Szene gesetzt sein. Und das ist halt die Verantwortung des Pickups. Und das funktioniert bei billigen Gitarren eigentlich ganz gut, weil du immer aufwertest bis zu einem bestimmten Punkt und du siehst wirklich die Wertigkeit des Instrumentes. Und bei guten Gitarren mit guten Hölzern öffnet das wirklich Universen. Ja. Das ist ein bisschen übertrieben, aber, ja, aber es ist schon so, man ist ja schon auf der Suche nach den filigranen Sachen. Ich meine, man kann auch eine geile CD aufnehmen mit einer 200€ Ibanez und einem Helix HX Stomp. Da kann man eine hervorragende CD mit aufnehmen und wahrscheinlich keiner, der zuhört, wird denken, die haben aber keine 4.000€ Gitarre, aber kein Röhrenamp. Also, wenn du geil spielst, ja. Aber trotzdem, es ist auch sowas, wenn du, es ist für den Zuhörer wahrscheinlich wurscht. Das Problem ist, der Gitarrist, der spürt ja, dass er eine billige Gitarre in der Hand hat und der spürt, dass er ein Model in der Hand hat, wo die Generation halt schon
sind, ist das schon 8 Jahre alt, die Technologie, ne? Zum Beispiel. Jetzt nur mein Beispiel, was ich jetzt gerade gesagt habe. Der weiß das und der spürt das. Ob das jetzt wirklich das Wissen ist, was ihn dann einschränkt, dass er denkt, oh, ich könnte auf einer teuren Gitarre besser spielen und er macht eine selbsterfüllende Prophezeiung draus. Ne? Weil das kann ja alles sein. Ja? Kann alles sein. Oder ob das wirklich so ist, dass ihn die Gitarre dann beflügelt, weil die einfach schneller anspricht. Genau. Was durchaus, also man kann sich von der Hand weisen, nur im Endeffekt, ne? Man kann halt nicht, ne? Man müsste im Prinzip den Gitarristen klonen, ihn eine CD machen lassen mit einer geilen Gitarre und einem geilen Röhrenamp und dann den anderen genau den exakten Typ die CD machen lassen mit einer billigen Gitarre und einem HX-Somp und gucken, welche CD besser wird. Ja? Aber das können wir nicht machen, weil wir können nicht klonen und selbst dann wird es nicht. Ne? Wir haben keine Enterprise-Transporter, wo man dann 2 draus machen, wenn es einen Unfall gibt. Getreu nach dem alten HiFi-Wahlspruch, also ein gutes Signal schafft es immer durch die gesamte Signalkette bis zum Zuhörer. Und in diesem Fall ist das auch so, denke ich. Ja. Wenn du ein gutes Signal aus der Gitarre rauskriegst, ich sag mal, das, was die Gitarre hat, muss an der Buchse rauskommen. Genau. Und das ist in ganz vielen Fällen, was du von der Stange kauft, nicht gegeben. Aber man darf sich, plausiblen Gründen nicht. Man darf sich natürlich keiner Illusion hingeben, üben und das, wie du spielst, ist immer noch 95%. Ja, das andere, die letzten 5%, die versuchen wir hier mit dem ganzen Equipment zu machen und da sind bei einigen Leuten die Prioritäten so ein bisschen falsch gesetzt. Aber trotzdem ist es wichtig. Ne? Jemand anders sagt, wer war das? War das der, dieser eine Typ, der David Grissom. Kennst du David Grissom? Ich kenne niemanden. Das ist, also persönlich nicht, das ist so ein USA-legendärer Studio-Gitarrist. Namen habe ich schon mal gehört. Ja. Und er hat auch bei PAS hat ein Endorsement-Modell und so, ja. Herzlichen Glückwunsch. Und der sagt, das Wichtigste ist das Interface zu den Fingern. Also die Gitarre und die Pickups. Ja, guter Gedanke. Das kann ich unterschreiben. Andere sagen, das Wichtigste ist das Cab. Andere sagen, das Wichtigste ist der Amp. Ja, aber klar, ich meine, er hat so ein, das, was du anfasst. Ja, das Interface passen. Heißt ja, ich brauche ein Vehikel, um meine musikalischen Gedanken irgendwie in Form zu bringen. Und das ist die Gitarre, aber ganzheitlich. Mit Kabel. Genau, im Endeffekt ist es halt das kommt die komplette Kette. Ja, und wenn irgendwo was schlecht ist, dann zieht sich's runter. Ja, genau. Und deswegen, wenn alles geil ist, dann weißt du. Aber das ist ja auch nicht immer der Verantwortung des Gitarristen selbst, weil jeder plant ja seine Signalkette, entscheidet, ich spiele die und die Gitarre mit denen und den Saiten, mit denen und dem Plektrum, ich nehme Pickups von einer bestimmten Sorte, um seinen individuellen Sound zu gestalten. Und ich entscheide mich für das Kabel mit dem Amp und den Lautsprecher. Das ist ja sehr, sehr komplex. Ne? Das ist extrem komplex. Ja, und das hat meint er mit Interface. Ja, und deswegen kann man sich da halt auch so ewig mit befassen mit dem ganzen Kram. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ja? Ja. Allein wenn du Pickups siehst, ja, und dann hast du ja das Problem, wer probiert schon 10 Pickups in einer Gitarre aus? Oh, viele. Also ich habe es noch nie gemacht, wobei ich es bald wahrscheinlich mehr machen würde, weil kennst du dieses System von Relish? Ja. Da gehen wir jetzt auch gleich hin zu Cream Tea. Die machen ja auch selber Pickups, aber die haben auch Gitarren mit diesem System eingebaut. Ich bin mit denen so ein bisschen am Verhandeln, dass ich so eine Gitarre kriege, damit ich einfach mal sagen kann, ich baue mir jetzt 6 Pickups auf dieses Ding und mache klack, 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 klack in der gleichen Gitarre. Kann natürlich dazu führen, dass nur allein das Vorhandensein dieses Systems das einfach ausscheidet, dass das gut klingen kann. Oder, ne? Das ist auch möglich. Das ist auch mein Gedanke immer. Eine Gitarre darf nicht zu viele Möglichkeiten haben. Du musst eine Gitarre auf ein paar Grundsounds ausbilden. Also nicht mit Splitting und Phasen verdrehen und Humbucker parallel und in Reihe und was. Du musst sehen, dass du griffige Sounds kriegst, meinetwegen Steg, Mitte, Hals und das muss es sein. Und die müssen alle outstanding sein, damit du wirklich 3 gute Sounds hast. Was nützen mir 20 einigermaßen Sounds? Ja, das ist halt klar, wenn du jetzt im Studio bist oder du hast halt eine bestimmte Stilistik, die du spielst, wo du immer den einen Sound brauchst. Wenn du aber Top 40 Musiker bist, ich weiß, war ich jahrzehntelang, dann willst du halt nicht bei jedem Song eine Gitarre wechseln. Nee, musst du auch nicht. Und dann ist es halt schon ganz cool, wenn du so einen Split-Sound hast. Ja. Die gerade mit deinen Pickups auch in meiner MM1 wunderbar klingen. Aber es muss halt funktionieren. Ne? Ja, funktioniert. Ja.
Da muss man sich halt entscheiden. Ich splitte den Hals-Pickup und den Rest verkabel ich so. Eigentlich und so. Nur den Hals-Pickup, ja. Also genau. Ich brauche eigentlich nur drei Sounds. Kann ich damit Misch-Sounds machen Hals, und damit Split. Kann ich alles bedienen. Ja. Kann ich Rhythmus und kann ich Van Halen machen. Ja, da könnten wir jetzt noch, noch uns eine Flasche Wein aufmachen und weiter drüber reden. Dann wird es wahrscheinlich ein bisschen entgleiten. Aber genau, lass mich ein Schlusswort sagen. Also wenn ihr eine Gitarre habt und ihr denkt, die Gitarre ist geil, aber die Pickups sind guckt euch mal Kloppmann-Pickups an. Ja, gerne. Mein Problem. Ja, Justin. Genau das, was ich machen wollte. Genau, und dein Problem ist eigentlich, du kannst gar nicht reden. Soll ich übersetzen? Du hast mich wieder umgebrüllt. Hier sind wir am Stand von Strandberg Gitarren. Ja, Strandberg Guitars. Ja, seht ihr hier das? Punkt Strandberg mit einem. Wie heißt das? Zeichen Stern. Egal. Jedenfalls, Strandberg hat zwei Neuheiten auch dabei heute. Und zwar ist das hier der neue Bass. Da kennen wir es nicht wirklich mit aus. Der wurde abgedatet mit einem Ridgelight Griffbrett. Und Ridgelight ist eines meiner Lieblingsmaterialien mittlerweile für Griffbretter, weil es ist ein Compound-Material. Im Prinzip ist es gepresstes Papier. Super hart, klingt aber fast gleich wie Ebenholz. So, und bei Ebenholz ist mittlerweile das Problem, du kriegst kein geiles Ebenholz mehr, du kriegst kein schwarzes Ebenholz mehr und viele kaufen dann normales Ebenholz, was halt ganz normal braun aussieht und färben es schwarz, was halt auch nicht geil ist, ja. Und außerdem ist Ebenholz halt ein Holz und Hölzer ziehen sich zusammen. Und gerade bei diesen Klimasachen, die wir heute haben, immer kalt, warm, kalt, warm. Ridgelight verzieht sich halt überhaupt nicht. Klingt aber ähnlich gut wie Ebenholz. Und deswegen hast du halt nicht Bünde, die rauskommen. Es ist unmöglich. Wenn die einmal richtig abgerichtet sind, kommen die halt einfach nicht raus. Und genauso die hat auch ein Ridgelight-Griffbrett. Viele von den neuen Strandbergs haben Ridgelight-Griffbretter. Und die bauen jetzt ganz viele Gitarren darauf praktisch um. Auch die, die hier hat Ridgelight, die noch nicht. Die hat Ridgelight. Yes. Genau, und das ist die neue, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, Masvidalin. Ja. Und du wirst denken, nur ein Pickup und ein Pickup ist mir zu wenig, ja, aber es gibt eine Spezialität bei dieser Gitarre. Du hast, das ist ein Aktiv-Pickup, hier hast du auch das Batteriefach. Und du hast hier einen aktiven EQ und du kannst hier die Frequenz ändern. Ich glaube, das ist von 100 bis 1000 Hertz, von 100 zu 1000 Hertz. Ja. Ich frage hier nur neben gerade nochmal, ob das alles richtig ist, was ich sage. Und hier kannst du gucken, absenken oder aufdrehen. Und dann kannst du praktisch durch diese Regelung den Pickup so vom Klang beeinflussen, dass er klingt wie ein Hals-Pickup. Du hast aber den großen Vorteil, dass du hier keinen Hals-Pickup hast. Das heißt, da ist nichts im Weg und der beeinflusst auch nicht die Saiten magnetisch. Und es gibt einige, die Flöhe husten hören, die sagen, Gitarren klingen besser, wenn kein Hals-Pickup da ist, weil die Saiten freier schwingen können und das Magnetfeld nicht die Schwingung beeinflusst. Ja? Und diese ganzen Gedanken führen zu dieser einen Pickup-Konstruktion. Du kannst dann mit dem Schalter hier praktisch umschalten, indem du halt diesen Aktiv-EQ anschaltest und hast dann einen anderen Sound zur Verfügung. Immer zwei Sounds, hier den ganz normalen Stehkammbacker und dann die frequenzkorrigierte Stehkammbacker-Version. Und ja, cooles Inlay, ist ein bisschen anders. Hinten halt der ganz normale Endurneck von Strandberg. Super leicht die Gitarre, ich schätze 2,2 Kilo. 2,2, 2,3, around that. Ja. Und wenn wir gerade hier sind, eine, in die ich mich so ein bisschen verliebt habe heute. Zwei, in die ich mich so ein bisschen verliebt habe, das ist die eine, und zwar ist das die Salen Jazz. Die ist hier hohl. Und die ist so als halt Jazz-Gitarre konzipiert und halt nur dafür. Die ist ein bisschen schwerer, für Strandberg sogar ungewöhnlich schwer mit 2,7 Kilo. Aber die werde ich auf jeden Fall auschecken. Ich hatte so ein bisschen Angst, dass sie kopflastig ist, obwohl sie keinen Kopf hat, weil halt das Cutaway hier ist. Aber ich habe sie mit Gurt getestet und sie ist definitiv nicht kopflastig. Ich fürchte, ich muss sie bestellen. Schnell wieder weg. Und die hat sie mir angetan hier. Das ist die, how is it called? Proc 7. Proc NX7. Eine siebenseitige mit Vibrato, auch wenn Strandberg das Tremolo nennt. Und ich finde die einfach schön. Mach mal Close-Up hier, Erik. Ich finde die einfach so schön, die ist so leicht. Und für eine siebenseitige spielt die sich einfach gigantisch geil. Also, ja, ich habe ja schon von denen viele Gitarren, aber die bauen einfach geiles Zeug. Was willst du machen?
So, leider die Neuigkeiten, die ich erwartet habe, nämlich die neue Per Nielsen, gab es leider nicht, aber die kommt dann bestimmt demnächst. So, das war's zum Stadtwerkstand. Danke. So, hier habe ich jemanden ganz Besonderen für euch. Eine sehr geile Gitarristin und stell dich doch mal gerade selber vor. Hi, ich bin die Vanessa und ja, ich habe gerade, also keine Platte jetzt, aber so 3 Singles mit 3 Musikvideos veröffentlicht und ja, hört euch die auch gerne mal an. Es ist so ein bisschen so Gitarren, Rock, Instrumental. Ja, sehr melodisch, sehr melodischer Instrumentalrock und sie hat einen unglaublich geilen Ton auf der Gitarre. Und man sollte sich das einfach mal anhören. Es ist kein Shredding, ja? Also es ist nicht Diddle-Diddle-Dumm, es ist eher was Schönes. Genau, die Idee ist so, dass man es theoretisch auch noch mitsingen könnte. Also ich mag total Rock mit Gesang und versuche das jetzt so ein bisschen auf der Gitarre sozusagen den Gesang zu ersetzen. Ja, genau. Also hört es euch gerne mal an. Ja, hört es euch mal an. Ich hoffe, ich vergesse nicht, den Link unten drunter zu machen. Wenn ich das vergesse und du siehst das Video, dann erinnere mich bitte dran und schick mir den Link zu, weil da kommen sehr viele Links in die Videos rein von dem Event hier. Deswegen, also Vanessa, wie heißt du noch ganz? Jung, wie alt. Vanessa, jung, wie alt? Und einfach mal die Vanessa auschecken. Super geile Gitarristin. Hier sind wir am Stand von Engel. Engel Amps. Made in Germany. Sind die made in Germany? Ja. Sind made in Germany. Und auch wenn du, ihr seid ja alle deutsche Zuschauer, da sind Engel Amps wirklich auch ziemlich konkurrenzmäßig vom Preis her, wenn du das vergleichst mit so Boutique Amps aus den Staaten. In den USA ist das wieder anders. Da sind die Engel Amps natürlich auch ein bisschen teurer. Ne? Mhm. Und wir sind halt in der glücklichen Lage, einen Boutique Amp-Hersteller zu haben, der echt zu vernünftigen Preisen unglaublich geile Amps baut. Und von der Optik würde man denken, es ist eher Metal. Aber ehrlich gesagt, wenn du vor allem mal hier rüber guckst, das ist ein absoluter Allrounder. Geiler Rock-Amp, der hat MIDI-Funktionalität, der hat hier Boost drin, der hat eine Speaker-Simulation eingebaut mit ERs, also mit Impulse Responses. Unglaublich vielseitiges Ding. Dann hast du hier so ein kleines Metal-Brett für jemanden, der richtig geil Druck will, aber was kostet der? Um die 1000? 850, ja, 850 Euro. Hat, ich glaube, 30 Watt, fühlt sich aber, 25 fühlt sich aber wie viel mehr an. Ja? Also der drückt richtig rein. Geil für Metal, kann auch Rock, kann auch geil Headroom-mäßig clean. Ja? Also den spiele ich, den Fireball, den habe ich, aber nicht in der geilen grünen Farbe. Genau, apropos Farbe, ihr habt jetzt neu, dass man auch sich verschiedene Farben aussuchen kann, gell? Richtig, ja. Jetzt kann sich wirklich jeder sein eigenes Tolex aussuchen, was dann so für customized Amps sind im Prinzip. Und da haben wir ja eben das schöne Rot oder hier das schöne Purple hinten oder eben der kleine in Grün. Und ich glaube, das geht bis zur Snakeskin zu, ich präferiere Weiß natürlich, also wirklich komplett. Meiner wäre auch Weiß. Ja, das ist so das, was wir jetzt an Neuigkeiten hier haben. Ja. Ja, und ansonsten kennt man halt die Amps schon. Ich meine, ihr habt auch sehr namhafte Endorser. Fangen wir mal an bei Victor Smolski, Richie Blackmore. Also Victor Smolski kennen viele, Richie Blackmore kennt jeder. Wer den nicht kennt, sorry, aber da habt ihr keine Ahnung. Steve Morse und das ist der Marty Friedman. Ja. Marty Friedman und wer spielt sonst noch? Engel? Ganz viele, ne? Einige, ja. Einige haben gespielt, ja. Ja, aber das sind ja schon 4 Namen, wo ich jetzt sage, okay, ist auf jeden Fall Ritterschlag genug, dass man diese Amps mal auschecken sollte. Ne? Und ich meine, jeder kennt so diese bekannten USA-Namen, aber checkt mal Engel auch. Es ist auch für Nicht-Metal ein saugeiler Amp. Meine Empfehlung, erstmal den Fireball anchecken und den Iron Ball. Das sind eher die günstigen Sachen, ja, und dann kommen diese größeren 100 Watt Brummer, die natürlich auch was wiegen und so. Und die haben auch eine sehr geile 1x12 Box. Die ist ein bisschen schwerer, aber dafür drückt es auch richtig. Alles klar. Ja, hier vom Stand vom Engel auf der Guitar Summit. Vielen Dank. Stand von Cream Tea, Guitars und Pickups. Kannst du mal rumschwenken hier. Da ist das Logo. Das ist der Jens. Und auch PJD Guitars. So, jetzt werdet ihr euch fragen, was haben denn die beiden Firmen miteinander zu tun? Das ist ganz einfach, die Cream Tea Gitarren werden bei PJD hergestellt. Ja, also das sind im Prinzip auch PJD Gitarren mit einem Cream Tea Logo drauf. Und PJD nimmt auch ganz oft die Pickups von Cream Tea für ihre Gitarren. Das heißt, die beiden Firmen arbeiten sehr eng zusammen und sind auch beide aus England. Ganz genau. Ja, so. Und jetzt haben wir hier eine Cream Tea Gitarre, die ist was ganz Besonderes. Vielleicht haben es einige von euch schon gesehen, denn man kann die Pickups ganz einfach
austauschen. Cool, oder? Zeig mal die Gitarre ohne Pickups von vorne. So, machen wir wieder rein am besten. Und das geht genauso einfach. Jetzt zack. Klack. Magnetisch, ja. Klack. Wie so ein vom iPhone dieses MagSafe. Genauso ist es hier. Klack drin und dann funktioniert es auch. Und du kannst dir auch solche, das sind so Konstruktionen, wo die Pickups draufgeschraubt sind, die kann man einzeln kaufen und kann sich dann verschiedene Pickups drauf machen und kann so das erste Mal wirklich innerhalb von, ich sag mal, 10 Sekunden Pickups wechseln in der gleichen Gitarre. Und das ist halt schon ziemlich krass. Ja. Genau, man hört einfach sofort den Unterschied und kann es wirklich bewerten. Früher, wenn man es erstmal rauslöten musste, war eine halbe Stunde vergangen und du weißt gar nicht mehr, wie klang das eigentlich. Außer du machst Aufnahmen oder so, aber das ist ja... Ja, aber du willst es ja fühlen, ne? Ja. Wenn du das wirklich fühlen willst, das ist die einzige Möglichkeit, wie du es machen kannst. Ja. Und ja, das ist das eine, das ist Cream Tea. Genau. Und dann das andere ist PJD Guitars. Da kannst du mal gerade dem Eric was zu erzählen. Also Cream Tea Guitars sind aus York, England, wurden vor circa 6 Jahren von Lee Dovey und seinem Geschäftspartner Mike Dunn gegründet. Und haben da mit dem, was sie anbieten, irgendwie den Nerv der Zeit getroffen. Ich nehme mal beispielhaft einfach hier diese wunderschöne St. John Limited, den Mahagoni Corpus, Roasted Maple Neck. Der Musiker kann sich sein Instrument mit ein paar Specs halt eben individuell zusammenstellen. Er sucht die Hölzer aus, sucht die Farben aus. Will er ein F-Loch haben oder nicht? Denn auch diese Gitarre ist hohl gefräst. Das sieht man jetzt nicht, aber wir bieten es mit F-Loch oder ohne an. Hier haben wir mal eine Variante. Das ist meine. Die werdet ihr noch öfter sehen auf meinem Channel, bald. So sieht's aus, ja. Schaut mal auf der Website rein, welche Farben es gibt, welche Modelle es gibt, welche Möglichkeiten es gibt, sich individuell was zusammenzustellen. Es gibt eine ganze Handvoll Händler schon in Deutschland, sicher auch in eurer Nähe. Wenn nicht in eurer Nähe, dann sagt mir Bescheid, dann finden wir da einen und probiert die Klampfen aus, unbedingt. Für mich das Beste an den Klampen, das ist der Hals. Es gibt kaum Hälse, die sich so geil spielen lassen. Das fühlt sich einfach gut an, die Form stimmt einfach. Also so würde ich einen Hals machen, wenn ich bestimmen könnte, wie ein Hals ist. Genauso. Keine Veränderung. Dasselbe Finish, dieselbe Form, der Fretjob ist auch spitze. Also besser geht's nicht. Ist so. Vielen Dank. Hat ja eine Gibson Classic, so eine ganz normale für 800 Euro. Das hat nichts damit zu tun. Absolut gar nichts. Nichts. Man merkt schon, das ist irgendwie 5.500 Euro. Ja. Das merkst du. Das ist. Unterschied kann man gar nicht mehr, weil wenn die Leute sagen, sie finden LP-Style-Gitarren so geil, dann meinen die sowas. Und nicht das andere. Ja. Das sind tolle Instrumente. Unfassbar. Genauso eine Bindung. Tolle Instrumente. Und ich finde ja so. Ich finde die beide geil. Also die eben. Die Kopfplatte schöner als die Gibson-Kopfplatte. Das sagen ganz viele, die die sehen, ja. Ja, ich auch. Also irgendwie stimmiger. Obwohl es nur Nuancen sind. Ja. Ja, so eine kriege ich, ne? So ähnlich. Also ich hab zum Nick gesagt, mir ist auch egal, wer sie baut, sie soll so nah an einer 59er Burst sein, wie es nur irgendwie geht. Die Pickups haben wir ja schon mal, das sind ja im Prinzip was Nachbauten. Was nimmst du? Fiskerbank. Die sind übrigens schon bei euch. Die hat Cream Tea schon geschickt. Aha. Ja. Also einfach so. Ja, ja. Und ja. Das ist ein super Pickup, der. Pearly Gates geht nicht mehr. Ja, eben. Ja. Aber aufpassen, Pearly Gates ist geschützt von Seymour Duncan. Ja, deswegen heißt es ja Whiskerbacker. Sorry, Seymour Duncan, aber euer Pickup hat nichts damit zu tun. Vom Sound her. Mag so heißen, aber er hat nichts damit zu tun. So, jetzt habt ihr es. Sorry. Hier sind wir am Stand von Adam Audio und Focusrite. Und wir haben hier den... Ja, hi, ich bin der Alex von Adam Audio Focusrite, wir sind hier auf der Guitar Summit und wir wollen euch vorstellen unter anderem unser neues Softwareangebot, was es auch schon bei der ganz kleinen Scarlett für 129 Euro gibt. Software im Wert von über 1.100 Euro, viele, viele schöne Sachen von Brainworks sind mit dabei,
Eigenentwicklungen von Focusrite, die Red Plugins sind mit dabei, aber auch richtig cool von Marshall, eine Amp-Simulation. Und das gibt es halt, wie gesagt, schon bei der kleinsten Variante, bei der Scarlett Solo. Und der hier auch bei uns am Stand alles mal antesten. Kannst du auch mal rumdrehen kurz, bitte? Super geringe Latenz natürlich, wie man das von Focusrite eben kennt. Wir haben auch die höhere Variante, das nächste Level mitgebracht, das ist die Claret. Claret 2 Free. Sie ist von den Wandlern her nochmal ein anderes Niveau, sage ich mal, an Qualität. Latenzen sind auch nochmal knackiger und kürzer und interessanter. Ist aber auch schon eine Stufe höher und relativ neu ist tatsächlich unser neues ADAT-Interface. Das ist die Claret Plus Octo-Free, ein ADAT-Audio-Interface mit 8 XLR-Kombibuchsen in der guten Claret-Qualität und ebenfalls mit der Möglichkeit, auch nochmal mit Kabelpeitsche rauszugehen. Ja, sehr geil. Die Semi Studio, sage ich mal. Da setze ich dann. Wie hoch kommt das? Was kostet das ungefähr, dieses 829? Teil? 829. Ja, das ist ein guter Preis für so viele Kanäle. Ne? Also da kann man überhaupt nichts sagen. Ja, gut, also das ist Focusrite und natürlich habt ihr auch Adam. Übrigens, mach mal gerade hier. Oh, kannst du mal kurz auf mich. Also die Scarlett Interfaces, auch dieses Solo, und ich empfehle immer das 2i2, weil du da zwei Gitarren reingehen kannst. Also wenn da mal ein Kumpel kommt mit Plugin, kannst du halt zu zweit spielen. Deswegen empfehle ich immer das 2i2, das ist nur geringfügig teurer wie das Solo. Und das ist eigentlich meine Go-To-Empfehlung für Audio-Interfaces, aber auch schon seit es das gibt eigentlich. Also seit mindestens 2 Jahren steht das bei mir auf der Webpage als Empfehlung. So. Nur das dazu und jetzt gehen wir aber mal zu Adam. Ja, ganz genau. Hallo. Jetzt bin ich hier für Adam Audio. Wir sind ja eine große Familie bei Focusrite. Und mitgebracht haben wir hier die T5-Frau. Das ist der Einsteigerbereich, sage ich mal, von den Studio-Monitoren. Die ich auch empfehle. Sehr, sehr schön. Ja, wir haben gerade festgestellt. Auch schon vorher, bevor ich hier war. Das ist richtig cool. Und selber privat nutzt du ja die A-Serie. Genau, die A5X, die es leider nicht mehr gibt, aber da gibt es einen Nachfolger. Ne? Ganz genau. Die A-Serie haben wir jetzt neu rausgebracht. Gerne mal auf der Website checken. Das ist A4V, A7V, die A44H, A8H als Dreiwege-Monitor und A77H. Einfach unbedingt mal im Musikgeschäft eures Vertrauens anchecken. Lohnt sich auf jeden Fall. Und jetzt mitgebracht haben wir die T-Serie. Das geht guter Sound, muss nicht viel kosten, um mal so ein bisschen reißerisch zu sein. Kann ich auch jedem empfehlen. Testet sie gerne mal im Musikgeschäft eures Vertrauens an. Und was Adam eben auch auszeichnet, das ist der X-Art Tweeter, also gerade in dem hochfrequenzlastigen Bereich. Sehr, sehr transparenter, klarer Klang. Aber testet es einfach selber mal aus. Ja, und das kann ich auch 100% bestätigen. Das war auch damals mein Kaufargument, der Hochtöner, weil wenn das so spitz klingt und dann macht das halt, dann machst du die Höhen automatisch runter und nachher klingen deine Aufnahmen dumpf. Weil du mixt ja über die Dinger. Ne? Also das muss über die Dinger geil klingen, sonst machst du falsche Frequenzen, wenn du das dann machst. Und hier sieht man auch auf dem Bildschirm diese Plugins, die auch bei den, das war jetzt ein Bruch, aber ist jetzt auch für der Focusrite, aber egal, nur weil ich es halt gerade hier sehe, sieht man halt die ganzen Plugins. Und ja, also das ist Adam Audio und Focusrite und sind wir nur zufällig hier vorbeigekommen. Und aber da, ja, vielleicht ergibt sich da was. Deswegen gehe ich auf die Guitar Summit, weil hier ist alles. Super, dir nochmal vielen Dank. So, hier sind wir bei AmpX bzw. bei Blue Guitar vom Thomas Blug und haben hier den AmpX in der Wildnis. Da ist er. So, was ist denn AmpX? Also AmpX ist im Prinzip Modeling auf Analogbasis. Wenn ich das so richtig sage, seid ihr einverstanden mit, oh, Entschuldigung, nee, das war die Kabel, nicht der Fuß, zum Glück. Also das ist im Prinzip Modeling auf Analogbasis und es wird aber digital gesteuert, aber du hast keine Latenz, nehme ich an. Weil genau. Thomas ist ja so latenzböse und er hat ja auch eigentlich recht, ne? Ja. Und also wenn du irgendwas willst, was absolut null Latenz hat, dann ist das Ding was für dich und es modelt trotzdem Amps, aber halt auf analoger Basis und das ist eine ziemliche Revolution. Für die was davon verstehen, also das konkurriert eigentlich auch nicht mit den Digital-Modellern, weil die ja alles in Algorithmen berechnen. Hier sind es analoge Bauteile. Ja? Und das ist, also ich bin sehr gespannt, wie es dann klingt und vor allem, wie es sich anfühlt, weil da wird der größte Unterschied sein, beim Fühlen, beim Klingen,
bist ja mittlerweile schon so weit, dass du nicht mehr hörst, ob ein Camper anders klingt als ein Amp. Also wenn du das jetzt vor dir hast, ja, und mit deiner eigenen Gitarre spielst, also ich würde niemals Geld drauf wetten. Aber klar, diese analoge Sache und das mit dieser Nanotube und das Ding hat auch eine Endstufe drin, wiegt unter 4 Kilo mit Endstufe. Es ist ein vollwertiger Amp mit der Digitalsektion, ne? Also die Effekte werden dann praktisch dazu gemacht, kannst du wahrscheinlich faden. Und es geht wahrscheinlich die Signalkette nicht durch die DA-Wandlung, sondern es wird dazu gemischt. Genau, und das, weil das hätte mich jetzt auch gewundert, wenn der Thomas das gemacht hätte, weil das wäre dann komplett vorbei am Sinn und Zweck der ganzen Geschichte. Ja, und dazu werden wir auf jeden Fall mehr hören, wenn ich das Ding mal in die Fänge kriege, weil hier über Kopfhörer kann man jetzt nicht so viel sagen, weil ich finde sowieso über Kopfhörer spielen eigentlich ziemlich eklig. Und das werde ich dann auf jeden Fall mal, wenn das Ding verfügbar ist, bei mir testen. Ja, aber da ist er, ne? Der Amp X. Da ist er. Ja. Und natürlich auch hier Amp One und Amp One Iridium. Oder das war umgekehrt, ich weiß es nicht mehr. Ja, bei Blue Guitar. Okay, das ist ein Capodaster, wo du praktisch jede Seite einzeln einstellen kannst und du kannst so praktisch verschiedene Tunings machen. You showed me really quick. So now the Dunlop bass capo here is now pressing all the strings like a normal capo. Also jetzt ist im Prinzip ein Capodaster, der nur hier runter drückt. And then you can just slide out and form a chord, so you can actually see that this, okay, this is a F sharp minor or major chord. Okay, also das ist jetzt, was er jetzt hier gemacht hat. Wenn du jetzt was spielst, ohne zu greifen, hast du praktisch, das ist jetzt E-Sus, eben das war E-Dur, dann kannst du praktisch Open Tunings machen. Open G, Open E, Open E Minor. Yeah, anything. You can do everything and you can, and if still you tune down the guitar a whole step, then you can do almost everything. Yeah, and you can still play your normal chords and the scales are all the same and you don't have to reload no fretboards. Und der große Vorteil gegenüber normalen, wenn du die Gitarre umstimmst, ist, du kannst trotzdem, wenn du hier spielst, hast du dann eine ganz normale A-Moll Pentatonik, weil es ist einfach so, als ob unten einer den Akkord hält. Und sobald du hier spielst, ist das egal. That's pretty cool. And that's the real thing, because if you tune different stuff, then your scales all change. Yeah. So this is like being able to have that open niche thing, but still be able to play. Like. So how is it called and where can we find it? Cordinero. Cordinero? Cordinero. Do you have a card? I have a card. Oops. And then he can have it big on the camera so we can... Oh, it's on your shirt. It's on your shirt. Yeah, it's on my shirt. Your shirt. Very cool. Oh, very cool. So, wir sind hier am Stand von Fulcrum und das ist ein ganz neues Expression-Pedal. Und zwar ist das ein Expression-Pedal, das nicht nur laut, leise oder hoch, runter macht, sondern auch zur Seite noch einen anderen Parameter steuern kann. Und da übergebe ich jetzt mal hier Frank. Frank. Weil ich Müller, Frank, Steffen, das ist ein bisschen komisch beschrieben. Ich wollte es jetzt falsch sagen. Ja. Genau, der kann das mal ein bisschen genauer erklären. Ja, hallo. Ich habe das Expression-Pedal, das Fulcrum hier an meinen XFX angeschlossen und jetzt kann ich alle möglichen Parameter steuern, die ich möchte. Zum Beispiel kann ich einfach hier Crystal Sounds dazu blenden. Ein Soundsignal, wo ich ein Synth-Patch simuliere. Und wenn ich jetzt mein Pedal nach vorne drücke, gehe ich auf eine andere Signalkette, wo ich einen Gilmore Lead Sound habe. Sound. Und zwar ein cleaner Jazz-Sound. Wenn ich nach rechts mein Pedal mache, habe ich ein Rotary, ein Leslie dabei. Wenn ich
durchdrücke, kriege ich mehr Gain. Habe ich eher, morphe ich zu einem Fusion Schofield Sound. Eine Silent Stage, deshalb ist es etwas schwierig. Ich kann leider nicht so laut machen, man hört es jetzt nicht so richtig drüber. Ich bräuchte halt im Prinzip das Teil, das zu Hause, um das richtig zu zeigen, wie das funktioniert. Also es ist auf jeden Fall Expression Pedal mit zwei Ebenen. Also einmal in die Richtung und einmal in die Richtung. Und das ist halt eine absolute Weltneuheit. Ich habe es noch nie gesehen. Ja, vielleicht gab es das vorher schon mal. Ich wusste nichts davon, wer weiß. Ja. Da kommt jetzt bestimmt jemand. Wusste auch nichts davon. Ja, das ist schon mal gut zu wissen. Ja, und du hast es erfunden. Genau. Also das ist das Pedal. Es gibt die zwei Achsen, die gehen dann auf die zwei Ausgänge und die kann man an jedes Gerät anschließen, was irgendwie einen Expression-Eingang hat. Also zwei dann halt, ne? Ja, zwei, genau, zwei. Oder zwei einzelne Effektgeräte, geht auch. Oder zwei einzelne, das eine macht die Ebene, das andere macht die andere Ebene. Also zum Beispiel Chorus oder Delay haben ja gerne auch einen Expression-Eingang, macht man sich das Delay auf die eine Achse, Chorus auf die andere Achse. Ja. Ja, geile Erfindung. Gut, das ist Fulcrum Expression Entering a New Dimension. Ja, genau. Genau das, was es macht. Ja, genau. Super. Das war's von hier.